Wir, der Hohe Rat des Sirius, freuen uns, euch wieder so zahlreich hier zu sehen. Und wir freuen uns, unser Wissen mit euch teilen zu können. Um euren physischen Körper, die Energieerhöhung zu erleichtern, werden wir die Erdung eures physischen Körpers machen. Eure Energiekörper ausbalancieren. So fühlt in euch hinein. Spürt euren physischen Körper. Dieses Wunderwerk. Nehmt ihn wahr. In Gänze. Spürt eure Haut, eure Muskulatur, spürt, wie das Blut pulsiert in eurem Körper. Nehmt die festen Strukturen in eurem Körper wahr, die Knochen. Und dankt eurem Körper dafür, dass er ist, dass er euch die Erfahrungen in dieser Dimension ermöglicht. Schließt Frieden mit eurem Körper, nehmt ihn in Liebe an. Und verbindet euch in dieser Liebe mit Mutter Erde. In dem Wissen, dass das Element Erde auch in euch ist. Dass ihr nicht getrennt seid von Mutter Erde, sondern dass ihr ein Teil dessen seid. Und so schließt sich der Kreislauf zwischen Mutter Erde und euch. Spürt die Liebe, die da ist. Und gebt diese Liebe zurück an Mutter Erde. Und so verbindet sich, was immer verbunden bleiben sollte, was immer verbunden war, nehmt ihr jetzt mit eurem Bewusstsein wahr. Den Kreislauf der Erde mit eurem physischen Körper. Macht es euch zur Gewohnheit, jeden Tag 1-2 Minuten eurer Zeit in Liebe zu verbringen. In Liebe mit eurem physischen Körper und in Liebe mit Lady Gaia. Denn diese Liebe heilt euch beide und lässt euch die Illusion der Trennung überwinden. Nun richtet eure Aufmerksamkeit auf eure Energiekörper. Und spürt, wie sie ausgeglichen werden, wie sie sich ausrichten auf das magnetische Gitter, das um die Erde herum ist, die neue Energie. Es wird euch in eure Mitte bringen.
nehmt Kontakt auf zu eurer Seele, zu dem Teil der Seele, der sich nicht inkarniert. Ihr könnt es höheres Selbst nennen oder Überseele. An jeder, wie er mag. Es ist euer göttlicher Teil, der sich nicht verändert. Nehmt Kontakt zu diesem Teil auf. Stellt eine liebevolle Verbindung her. In dem Wissen, dass ihr eingehüllt seid in göttliche Liebe, dass ihr göttliches Bewusstsein seid. Und lasst diese göttliche Liebe eurer Seele in euch zirkulieren. Diese Übung wird eure Herzkraft stärken. Und so kommt mit eurem Bewusstsein zurück ins Hier und Jetzt. Nehmt 3 tiefe Atemzüge und genießt den Tag. Und so entsteht in diesem Raum ein Energiefeld, es ist das gleiche Energiefeld, das es in der Pyramide von Gizeh gibt, und zwar in dem Raum der Weisheit und der Heilung. Wir stellen euch diese Energiepyramide zur Verfügung. Sie weitet sich so weit aus, wie dieser Raum Ausmaße hat, und wird für den Rest des Tages bestehen bleiben. So tretet ein in diesen Raum, in diesen heiligen Raum. Öffnet euer Bewusstsein für die Weisheit, die ihr hier erlangen könnt, für das Wissen, das ihr mitnehmen könnt in euren Alltag. Jeder von euch kann, wenn er mag, Kontakt zu seinem persönlichen Geistführer aufnehmen. Fühlt in euer Herz. Mit dieser Energie könnt ihr ihn finden. Spürt, ob er rechts oder links neben euch steht oder ob es eine weibliche Energie ist, ob sie euch gegenübersteht oder euch den Rücken stärkt.
Vielleicht hat der eine oder andere von euch auch ein Engelwesen bei sich. So nehmt auch dieses wahr. Und so nehmt mental Kontakt auf. Stellt die Fragen, die euch bewegen. Und lauscht auf die Antworten, die da sein können: Bilder, Geräusche, Gerüche oder auch eine Stimme, die ihr hört. Achtet auf eure innere Wahrnehmung. Habt Vertrauen zu eurer inneren Wahrnehmung, zu dem, was ihr innere Stimme nennt. Der Platz zwischen diesen Pyramiden. Ist eine Lichtsäule, die wir euch heute zur Verfügung stellen. In dieser Lichtsäule könnt ihr Heilung finden. Und habt die Möglichkeit, eure Energieresonanzen auf die neue Energie einzustellen, was Erleichterung bringt in euren persönlichen Prozessen. Es bringt Bewusstseinserweiterung, Bewusstseinsveränderung. Unterschätzt nicht die Energie in der Lichtsäule. Macht langsame Bewegungen, wenn ihr das Gefühl habt, euer Körper möchte sich bewegen. Es besteht auch die Möglichkeit, die Elemente in eurem Körper auszugleichen. Was euch mehr Stabilität und Leichtigkeit im Alltag bringt. Viele eurer persönlichen Themen hängen sehr stark mit einem Ungleichgewicht der Elemente in eurem Körper zusammen. Und sind die Elemente in der Balance, könnt ihr euer Leben leichter leben, beschwingter. Und auch die Kommunikation untereinander wird wesentlich angenehmer und leichter. Weil die Schwingungsmuster angeglichener sind.